verloren ist verloren, das kann man nicht wegdiskutieren. Es war ein Pokalspiel, heißt, wenn du gewinnst, kommst du eine Runde weiter, wenn nicht, bist du draußen. Und leider sind wir draußen, dann können wir uns auch nichts dafür kaufen, dass wir wirklich gut gespielt haben. Ich glaube, wir haben jetzt uns in den Spielen, die wir gespielt haben, immer wieder gesteigert. Das ist natürlich schön anzusehen, aber letztendlich im Pokal hat uns das nicht geholfen. Der MSV ist raus aus dem DFB-Pokal. Nach der ernüchternden Niederlage am vergangenen Montag stehen die Spieler nun wieder auf dem Platz. Viel Biss, zackige Spielzüge, ein engagiertes Team. Das alles hat nichts gebracht. Doch trotzdem aus im Pokal ist das Fazit der Spieler ein positives. Also ich fand, dass wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, über 90 Minuten den Gegner ja fast schon dominiert haben. Das 1-1 fiel einfach aus dem Nichts. Und dann direkt das 2-1 und da fand ich auch, dass in der Zeit wir das Spiel einfach verloren haben, den 1-2 Minuten, wie lange das war. Und ja, wir haben es nochmal alles versucht, zweite Halbzeit. Selbst mit 10 Mann haben wir dann nochmal Gas gegeben und eigentlich auch noch gute Chancen gehabt. Und ja, aber ich denke, darauf kann man aufbauen, dass man gegen Zweitligisten ein gutes Spiel macht. Und ich denke, für Samstag sollte uns das positive Kraft geben. Positive Kraft aus einer Niederlage ziehen, das braucht seine Zeit. Am Abend nach dem Spiel war wohl nicht daran zu denken. Auch Trainer Carsten Baumann musste nach dem 2:3 erst einmal tief durchatmen. Selbstverständlich muss man auch erstmal selber wieder die Kurve kriegen. Man ist ja auch enttäuscht. Ich glaube, dass die Jungs haben ein gutes Gespür dafür, dass sie sich verbessert haben, aber dass es halt nicht gereicht hat. Und wir wissen auch jetzt das dritte Heimspiel. Erst gegen Heidenheim, jetzt im Pokal. Das dritte Heimspiel innerhalb von 20 Tagen. Jetzt müssen wir gewinnen. Nochmal verlieren zu Hause und gut spielen, das wird uns nicht weiterbringen. Das Ziel ist klar formuliert. Beim nächsten Spiel muss ein Sieg her. Glück nur, dass das vor wenigen Wochen noch kränkelnde Team jetzt fast vollständig einsatzfähig ist. So auch Tanju Öztürk, der nach seinem Bänder- und Kapselriss die Fans mit seinem Einsatz in der Startelf überraschte. Ich habe am Donnerstag wieder angefangen zu trainieren und erstmal ohne Schmerztabletten, hat alles super funktioniert, dann war für mich auch klar, dass ich spielen kann. Also war keine Überraschung für mich nicht, weil ich habe es versucht und hat geklappt, dann war klar, dass ich spielen will. Die ersten Tage waren ein bisschen schwer, da hat man noch ein bisschen was gespürt, aber danach, irgendwann musst du den Kopf abschalten und dann einfach loslegen. 77 Minuten hielt der 24-Jährige durch. Doch bis kurz vor dem Spiel stand die Entscheidung über seinen Einsatz noch aus. Ja, in der Woche davor hat er schon regelmäßig trainiert, das hat sich von Tag zu Tag auch gebessert. Und wir haben wirklich abgewartet bis zum Schluss, bis er uns grünes Licht gegeben hat. Und das war am Sonntag und er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Der MSV will sich nun auf die Liga konzentrieren. Aber trotz allem Ehrgeiz achtet Carsten Baumann auf die Verfassung seiner Jungs. Daher dürfen diejenigen, die am Montag gegen Paderborn auf dem Platz standen, das Training heute etwas langsamer angehen lassen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Die Jungs sind kaputt, wir brauchen die Regeneration. Wir haben heute auch nicht viel gemacht, gestern ja auch nicht. Wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Fehler abstellen, ne? Dass wir eng zusammenstehen, dass wir in die Zweikämpfe kommen. Und wenn wir eng zusammenstehen, können wir auch die Fehler der anderen ausbügeln. Eine gute Mischung aus Regeneration, Training und Teamwork. Das scheint Carsten Baumanns Plan zu sein. Ob dadurch beim kommenden Spiel ein paar Punkte mehr auf das Konto des MSV kommen, wird sich zeigen. Tanju Öztürk jedenfalls sieht für das Team nur eine Möglichkeit, weiterzukommen. Einfach nach vorne blicken, Mund abputzen und durch die Fans einfach weiter. Guter Einstand für Neuzugang De Witt. MSV-Neuzugang Pierre De Witt hat seine erste Amtshandlung mit Bravour absolviert. Beim DFB-Pokalspiel am Montagabend gegen Paderborn zeigte der 25-Jährige im Mittelfeld, welches Potenzial er in die Mannschaft mitbringt. Vor allem Trainer Carsten Baumann ist zufrieden mit der Leistung des Kölners, auf den der MSV schon länger ein Auge geworfen hatte. Auch Teamkollege Kevin Wolze, der beim Spiel am Montag ebenfalls eine hohe Präsenz zeigte, freut sich über seine neuen Mitspieler. Er hat gezeigt, was er für ein Potenzial hat und wie wichtig er für die Mannschaft werden kann und auch schon, denke ich, in dem Spiel war. Und ja, es macht einfach Spaß, mit ihm zu spielen. Er ist ein super Fußballer und ich denke, wir werden noch viel Freude an ihm haben. De Witt selbst fühlt sich in seiner neuen Mannschaft gut aufgenommen. Ja, sehr gut. Bayer steht da schon die ganze Zeit hinter der Kamera und macht Blödsinn. Von daher ist gut. Die Mannschaft macht einen sehr, sehr coolen und lockeren Eindruck. Und von daher muss man sagen,
machen die ersten Tage sehr viel Spaß und ich freue mich unheimlich auf die neue Saison. De Witt, bekannt als offensiver Mittelfeldspieler, spielte zuletzt für den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und steht nun beim MSV bis Juni 2016 unter Vertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. A59 am Samstag gesperrt. Obwohl die Polizei Duisburg gemeinsam mit dem MSV frühzeitig auf die Problematik der Anreise zur Schau-ins-Land-Reisen-Arena verwiesen hat, sperrt die Bezirksregierung Düsseldorf die A59 zum Wochenende. Zwischen der Anschlussstelle am Sportpark Wedau und Schau-ins-Land-Reisen-Arena und dem Kreuz Duisburg bleibt die Autobahn auch am Samstag gesperrt. Alle Fans, die am Samstag zum Heimspiel der Zebras gegen Jan Regensburg kommen, werden deshalb gebeten, frühzeitig anzureisen und in erster Linie zur Anreise auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen. Der MSV erwartet auch gegen Jan Regensburg wieder eine fünfstellige Zuschauerzahl.